طابت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. برحمتك أمة محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine verehrten Geschwister, wir haben das letzte Mal über Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi berichtet, etwas erzählt über ihn, über seine Einsamkeit in der Wüste von 25 Jahren, dass er von Jilan nach Bagdad gegangen ist, um dort weiter Ilm zu lernen und einige Sachen noch mehr berichtet. Wer das nochmal nachgucken möchte, kann gerne nochmal in den vorherigen Video reinschauen und sich dann nochmal ein Bild darüber machen. Wir haben gesagt, wir werden nochmal etwas über Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi berichten, also etwas Kurzes, etwas über ihn und dann weitergehen über seine Familie, die bis heute noch existiert, und weiter über das Qadiriyya Tariqat berichten, den Weg von den Ahlul Bayt, von denen, die der Sunna folgen, die den Sahaban folgen, die den Ahl al-Bayt folgen und auch noch Ahl al-Bayt sind, beten in der Ta'ala. Wir haben gesagt, Abdul Qadir Jilani hat 25 Jahre in der Wüste gelebt und dort in der Einsamkeit gelebt. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, die in dieser Zeit stattgefunden hat, als Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi, einen bestimmten Zustand erreicht hatte. Er hat so viele Shayatin abgewehrt mit seiner Geduld. Sie sind einfach weggegangen. Sie konnten mit dem Weswasser, konnten ihm nichts, mit ihrer Einflüsterung nicht an sein Herz rankommen. Nur ein Shayatin ist dort stehen geblieben und hat die ganze Zeit weiter versucht. Und eine Stimme, irgendwann kam eine Stimme, die sagte dann, ja, Abdul Qadir Jilani, du bist befreit. Also diese Stimme hat so getan, als ob sie Allah Ta'ala wäre. Diese Stimme hat gesagt, Abdul Qadir Jilani, du bist befreit von dem Gebet. Also sie wollte ihm einflüstern, dass er auf diesem Makam ist und er nicht mehr beten müsste. Und die Antwort von dem Sultan Al-Rabiya von Abdul Qadir Jilani war, wie sollte ich davon befreit werden, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht davon befreit worden ist und er ein viel schwierigeres Leben hatte als jeder andere. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte das schwierigste Leben. Also dieser Shayatin hat versucht, Weswasser, also Einflüsterung bei Abdul Qadir Jilani zu machen und ihm zu sagen, dass er das Gebet nicht mehr machen müsste. Aber Abdul Qadir Jilani hat diese Situation erkannt und durch sein Wissen, durch sein reines Herz erkannt, dass dieser Shayatin versucht hat, auch nachzumachen und ihn vom Weg abzubringen. Eine weitere Geschichte von Abdul Qadir Jilani möchte ich euch noch berichten. Und zwar ist das passiert, als einer von seinen Schülerinnen, also er hatte ja auch Jinn, Menschen unterrichtet, Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi, und auch natürlich Frauen. Weil wie der Prophet sallallahu alayhi wa sallam auch zu Frauen gesprochen hat, auch Abdul Qadir Jilani zu Frauen gesprochen, wie es üblich ist. Und als er dort in der an einer Versammlung war, wo die Leute sich um ihn gesammelt haben, um seine Sohbet, seinen Ders, seiner Rede zuzuhören, war eine Situation, als eine Schülerin von ihm in den Wald lief, oder sie lief, und sie einen Mann verfolgte, der ihr etwas Böses anholte. Und sie rannte davon und rief um Hilfe. Und sie hat, wie es üblich ist, jetzt auch heute noch bei einigen, so viel bei einem Tariqas, bei einigen zu hören ist, Himmet. Himmet, ja, los und Adam. Die hat ihm also um Hilfe, um Beistand gerufen. Dieses Wort Himmet wird manchmal oft falsch verstanden, wenn man zum Beispiel sieht, einige Leute gehen Gräber besuchen und sie sagen, dass die dorthin gehen, um den Toten um etwas zu bitten, also etwas zu bitten, als ob er Allah wäre. Der Punkt an dieser Sache ist nicht,
dass sie ihm etwas bitten, dass er ihnen etwas geben kann, denn alle Kraft und Macht ist nur bei Allah Ta'ala. Das heißt, sie gehen zu jemand hin, denn die Seele der Menschen lebt in dem Grab weiter und wir werden dort auch weiter leben und auch manche Leute werden dort bestraft werden, manche Leute werden dort verwöhnt werden. Und wenn sie dorthin gekommen sind, an diesem Platz und dort den Toten um Himmel bitten, heißt es nicht, dass sie ihnen sagen, gib mir etwas. Das heißt, mach uns Beistand. Das heißt, so wie wenn wir jetzt sagen und zu einem hingehen und sagen, mach mal bitte ein Bittgebet für mich, ist es so, wenn die zum Grab hingehen und demjenigen sagen, mach bitte Himmel für mich, heißt, mach bitte Fürsprache, mach eine Dua für mich. Auch wenn einige sagen, die Leute sind tot, ist das natürlich nicht so. Wer den Islam kennt, weiß auch, dass die Leute im Grab nicht wirklich tot sind. Nur viel zu diesem Thema. Sie hat Himmet gerufen. Himmet, ja, Ghosrul Azam Abdul Qadir Jilani. Und als das passiert ist, als der Mann sie verfolgt hat, ist dann auf einmal ein Stock angeflogen gekommen. Ein Laufstock. Und dieser Stock hat diesen Mann verprügelt. Von alleine hat diesen Mann verprügelt, bis er grün und blau war und dann weggerannt ist. Und diese Frau hat den Stock genommen und ist dann durch den Wald, aus dem Wald rausgelaufen und zu Abdul Qadir Jilani gelernt und hat gesehen, dass er dort in einer Versammlung war und dort Rede gehalten hat. Und sie hat den Stock zu ihm zurückgebracht und sie hat erkannt, dass das von Abdul Qadir Jilani gekommen ist. Möge Allah ihm barmherzig sein. Das war etwas von Abdul Qadir Jilani, von seinem ein Keramet, sagen wir so, ein Wunder, was Allah natürlich ihm gegeben hat. Allah gibt die Wunder, Allah hat die Kraft, wir haben keine Kraft. Und etwas über sein Ilm, durch seine Ausdauer, durch sein Wissen, durch seine Geduld, die er gemacht hat in der Wüste, in der Einsamkeit gegenüber der Shayatin und so den Feind erkannt hat und noch nicht auf diesem hohen Stufe falsch getreten ist. Wir werden inshallah ta'ala in den nächsten Videos jetzt darüber reden, was die Enkelkinder machen, wo sie sind und wie es weitergegangen ist nach Abdul Qadir Jilani, Gatsalahu Sirahu, und das Qadir Tariqat vorstellen, den Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter vertreten, den Weg vertreten und dies mit Ehre durchführen, inshallah ta'ala. Möge Allah euch alle segnen und segnen. Und uns alle auf dem richtigen Weg führen. Amin. Alhamdulillah, Rabbil Alameen.